Der Islam ist im 21. Jahrhundert nicht relevant, weil er nicht weiß, was schlimmer ist: Ehebruch oder Kindervergewaltigung. Die Scharia, Allahs Gesetz, schreibt vor, dass Ehebrecher streng bestraft werden, erlaubt aber Kinderheirat, weil Mohammed ein 6-jähriges Mädchen namens Aisha heiratete und Sex mit ihr hatte, als sie 9 Jahre alt war. Der Islam zeigt, dass Ehebruch, bei dem es sich um einvernehmlichen Sex handelt, bestraft werden muss. Aber die Vergewaltigung eines Kindes ist akzeptabel, weil der Prophet Mohammed es getan hat. Das sind schreckliche Ungerechtigkeiten. Und das ist das, was man von einer im Mittelalter erfundenen falschen Religion erwarten würde. Aber absolut nicht das, was man von einer Religion in der Neuzeit erwarten würde.